Das Haus war zugemauert. Das Haus stand lange leer. Es hat bis heute gedauert. Wir stellen es wieder her. Wir stellen es wieder her. Und ohne Planquadrate ein Stückchen Freiheit bauen. Die Wände voll Plakate beschreiben unseren Traum. Beschreiben unseren Traum. Langsam kommt die Wärme, nicht nur von heißer Luft. Die Küche wird Taverne, erfüllt vom Kräuterduft. Erfüllt vom Kräuterduft. Am Fenster blühen Pflanzen, erzählen vom Friedensziel. Und sieht man es im Ganzen, fehlt zum Glück nicht viel. Fehlt zum Glück nicht viel. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, hier spricht die Polizei. Dies ist unsere letzte Aufforderung. Sie befinden sich in fremdem Eigentum. Wir haben die Aufgabe, Eigentum zu schützen. Kommen Sie heraus. Leisten Sie keinen Widerstand, andernfalls werden wir Gewalt anwenden. Kommen Sie heraus, leisten Sie keinen Widerstand. Erste Hundertschaft, vor! Da bricht die Haustür auf, sie bilden eine Kette und stürmen in das Haus. Helmvisier geschlossen, der Knüppel in der Faust. Wir liegen auf dem Boden und halten's kaum noch aus. Die Pflanzen rausgerissen, die Bilder von der Wand. Der tritt den Traum mit Füßen, was ist das für ein Land? Sie reißen uns an Haaren und schlagen ins Gesicht. Sie können uns nur tragen, von alleine gehen wir nicht. Es hat nicht lange gedauert, da ist der Spuk vorbei. Der Bautrupp kommt und mauert, die lachen auch dabei. Die lachen auch dabei, die lachen auch dabei. Das Haus war zugemauert. Das Haus stand lange leer. Es hat bis heute gedauert. Wir stellen es wieder her. Wir stellen es wieder her. Ich hab geweint und Schutz gesucht. Da war zwar Schmerz, doch nicht so wichtig. Viel größer war die Wut. Hilflosigkeit vor der Maschine, die hier los ihre Arbeit tut. Richtig ist, die alten Häuser vor dem Tod. Dann kamen sie, 200 Mann, wir gegen dieses Aufgebot. Noch nie zuvor war ich so nah, doch diesmal ging es auch um mich. So war der Schlag in mein Gesicht,
genauso gut ein Schlag für dich. Doch dieser Schlag, das erste Mal, wird sicher nicht der letzte sein. Er traf mein Herz und meinen Stolz. Nie werde ich diesen Schlag verzeihen. Als ich am Mittwoch in der Zeitung las, in Erle ist ein Haus besetzt. Eine Bergarbeiterwitwe war's, sie und ihre Nachbarn und Freunde halten jetzt. Fest zusammen in der Auguststraße, die Häuser zählen fast 100 Jahre. Doch jetzt sind sie von einem Spekulanten bedroht und mir war sofort klar. Da gehst du hin, da hörst du dich mal um. Vielleicht kannst du auch etwas dazu tun. Und wenn's nur eine Menge Fragen sind, die du zu stellen hast, die Antworten gehen doch alle an, nicht nur in dieser Stadt. Gleich am nächsten Tag bin ich losgefahren zur Auguststraße Nummer 5, wo sie alle beisammen waren, Gäste sind erwünscht. So stand's auf Plakaten, die klebten am Haus, im Hof fand ich die Tür. Mit dem Hinweis, Vorsicht, Instand besetzt, frische Farbe dort und hier. Da gehst du hin, da hörst du dich mal um. Vielleicht kannst du auch etwas dazu tun. Und wenn's nur eine Menge Fragen sind, die du zu stellen hast, die Antworten gehen doch alle an, nicht nur in dieser Stadt. Nun ging ich ins Haus und der Geruch von Kleister und Farbe war frisch. Trug mich ein ins Gästebuch und setzte mich an den Tisch. In der großen Wohnküche, wo schon fast 30 Leute waren, die kamen nicht nur aus der Auguststraße, sondern von überall her gefahren. Und die dachten sich wohl auch, da gehst du hin, da hörst du dich mal um. Vielleicht kannst du auch etwas dazu tun. Und wenn's nur eine Menge Fragen sind, die du zu stellen hast, die Antworten gehen doch alle an, nicht nur in dieser Stadt. Eine Frau bot Kaffee und Brötchen an, unterbrach kurz die Diskussion. Ein Kohleofen macht die Wohnung warm, vom Nachbarhaus kommt der Strom. Ich fühlte mich gleich geborgen hier, war fremd und doch schon zu Haus. Eine Frau sagt unter Tränen zu mir, Leben kriegt mich ja keiner raus. Da gehst du hin, da hörst du dich mal um. Vielleicht kannst du auch etwas dazu tun. Und wenn's nur eine Menge Fragen sind, die du zu stellen hast, die Antworten gehen doch alle an, nicht nur in dieser Stadt. Eine andere Frau erzählt, wie's früher hier war, da wurde vor sich hingelebt und ferngesehen. Auf einmal war unsere Siedlung in Gefahr und da musste was geschehen. Wir haben gedacht, wir sind allein, jetzt kommt Hilfe von überall her. Die packen's mit an, die haken mit ein und es werden immer mehr. Da gehst du hin, da hörst du dich mal um. Vielleicht kannst du auch etwas dazu tun. Und wenn's nur eine Menge Fragen sind, die du zu stellen hast, die Antworten gehen doch alle an, nicht nur in dieser Stadt.
schaute dich mal um. Vielleicht kannst du etwas dazu tun. Und wenn's nur eine Menge Fragen sind, die du zu stellen hast, die Antworten gehen doch alle an, nicht nur in dieser Stadt. Fürchterliche Kopfschmerzen kriege und ich weiß nie genau, ob ich es durchhalte den ganzen Abend. Und deshalb habe ich immer meine Pillen mit. Werden wir mal kurz mal eine Pille reinpfeifen, das dauert nicht ganz kurz, dann bin ich wieder voll da. Oh. Gut. Also die Kopfschmerzen gehen schon weg. Das sind wahnsinnig gute Pillen, ne? Oh, meine Nieren! Oh! Oh, ich vergesse immer, dass in den Pillen Phenicitin drin ist. Oh, ich kann überhaupt kein Phenicitin vertragen. Da muss ich immer schneller bei mir Tablette nehmen. Oh, vor allem die Nerven alle so schnell. Die Nieren sind gleich klar. Oh, mein Bauch! Oh! Ah. Immer wieder derselbe Scheiß, immer wenn ich die Pillen reinschmeiße. Habe ich irgendwann mal was am Magen? Muss ich machen, Tablette nehmen. Die Magentabletten haben nur einen ganz klitzekleinen Fehler. Ich krieg davon immer solche Kopfschmerzen! Du mal Tropf, wie grad mal bin, renn hin und wieder zum Doktor. Dann zur Apotheke hin, hau mir blinde Wein. Mit der Gesundheit ist so ein Ding, ich komm mir immer krank vor. Und als es mit dem Herzerwing muss es verstärkt bis sein. Oh, Pille, Pille, oh bitte, 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 ich will eine Pille. Rezeptchen, ich hau mir alles rein. Ja, Pille, Pille, es muss nur was Starkes sein. Ich auch schrecklich aus sein. Mein Arzt verschreibt mir, was ich will, trotz Kostendämpfungsgesetze. Ich hab zu Hause, ach so viel, mein Schrank ist total voll. Brauch kein Action, bleib zu Hause, was soll das ganze Gehetze? Ich leh vom Schrank ins Aus und raus, nach Gott, die sind da. Yeah.
Ja, aber ich habe die Musik entliehen oder geklaut einem bekannten Sektengesang. Also erstens, an ihrer Sprache kannst du sie erkennen. Das habt ihr sicher auch hier gemerkt. In Bochum haben wir es auch gemerkt. In Duisburg haben wir es auch gemerkt, wenn man mit den Bürgermeistern und so verhandelt. An ihrer Sprache kannst du sie erkennen. Zweitens, hör genau hin, was sie reden, aber fühle, was sie dir antun. Drittens, der Gesang ist gewidmet. Der Sekte der Betonanbeter in den städtischen Amtskapellen. Den Wohnungs- und Sozialbischöfen und ihren jugendnahen Missionaren und Unterhändlern mit Marschbefehlen zu Verständigungs- und Anbiederungsversuchen. Den Kreuzrittern des Privateigentums mit ihren Waffenknechten für Räumung und Abriss. Den Demokratiepredigern mit den Parteigesangsbüchern. Und den neu synthetischen Jugenddialogsaposteln mit der Leitlüge. Aber wir wollen ja nur ihr Bestes. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, laber, 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 Lüge, Lüge, Lüge. Würden wir, wenn Sie, könnten wir einen Nutzungsvertrag, wenn, nach Abschluss der Untersuchungen, wenn, könnten Sie, wenn Sie gemäß Paragraph, wenn nicht diese Gewalt, würden wir ja, wenn, 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 laber, Lüge, laber, laber, ja, aber, laber, 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 laber. Macht macht Angst und Angst schafft Macht. Wenn unsere Angst zu Ende ist, Macht allein ist ihre Stärke und nicht Demokratie. Unsere Stärke sind die Räte und das wissen sie. Deshalb spalten sie, wo immer sich eine Lücke zeigt. Bleibt uns nur als letztes Mittel nur der Streik, der Streik. Helft mit, macht die Angst mit tot, die uns jetzt noch lähmt. Angst schafft Macht, wenn unsere Angst zu Ende ist. Wir sind's doch, die sich teilen lassen in unseren eigenen Reihen. Weil noch zu viele käuflich sind, fallen wir drauf rein. Und unsere Überheblichkeit besorgt dann noch den Rest. Gegenüber dem von uns, der anders denkt, Spaltung heißt die Pest. Helft mit, macht die Angst mit tot, die uns jetzt noch lähmt. Macht macht Angst und Angst schafft Macht, wenn unsere Angst zu Ende ist. Na klar, wenn schon, dann müssen wir alle. Aber wir machen es doch nicht und warum? Frag bloß nicht mich.
Na klar, müssten wir alle und gerade, weil wir es wissen, denn so blind ist keiner nicht. Und warum tun wir das trotzdem nicht? Na klar, wiederholt sich das. Und zwar Tag für Tag. Mal lachse und mal steigt der Zorn auf und was kommt unterm Strich dabei raus? Na klar lügen die, wie gedruckt. Du weißt das und die wissen das auch. Nur, die schlafen ruhig und leben gut dabei und du hast wieder die Wut im Bauch. Na klar lief da nichts mehr, wenn wir würden und keiner mehr mitspielt, wenn bloß diese Angst nicht wäre und der Rest nach dem Geld schielt. Na klar wären die sauer, wenn, und sie fackeln nicht lange, ihr Riesenknüppel steht in der Ecke parat, da steckt doch unsere Steuer in diesem Dreschapparat. Na klar, wenn sie dich packen, einzeln machen sie dich ein, also müssten wir alle, wieso eigentlich nicht? Ja, warum nicht? Frag bloß dich mal. Ganze Nacht hab ich kein Auge zugemacht, trank viel Alkohol, so präpariert gar nicht. Raus und machen für uns alle.
Tschüss. Und zwar hat sie 10 und wollte ganz groß raus. Er kann singen und hat auch eine Gitarre. Seine Mutter schüttelt nur verächtlich den Kopf. Geht zum Hauptbahnhof und holt er dann eine Knarre. Joint. Hard Rock, der Joint. Und den Dusen.
der Bar. Hardrock, den Shit an der Bar. Und der Blues, den du hörst, heißt die Schmiere ist da. Hardrock, die Schmiere ist da. Alles ist wirklich bestens, solange ich dir nicht seh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. In meinem Hardrock-Café, in meinem Hardrock-Café, in meinem Hardrock-Café, in meinem Hardrock-Café. Danke, tschüss. Viel zu schön, viel zu schön, viel zu schön, viel zu schön, viel zu schön.
Tschüss, danke. Tschüss, gute Nacht, Lafmut.